Ich sollte mich wieder um die Mission kümmern. Ja, die Zeit, in der wir handeln können, ist begrenzt. Okay. Jetzt können wir nämlich da durch. In Wolfshahn nachzuurteilen, ist das wohl Mareks Schlafplatz. Die Kreaturen, die wir gerettet haben, sind da drin in Quarantäne. Ich würde sie gerne rauslassen, aber es ist zu ihrer eigenen Sicherheit, nehme ich an. Wie das kleine Ding dann geht. Hey, der Helm kann abgemacht werden. Ah, mein erster Schutzanzug. Hielt Omikron-Strahlung draußen und Windel-Lecks drinnen. Wie habe ich es damals geschafft, nur Zweiter zu werden? Ich will in meinem Leben nie wieder einen Zug sehen. Was wohl in den ekligen Gefäßen ist? Meine Milchzähne? Oder Haare? Ich habe einen Hexonauten aus einem Papierteller gebastelt. Damals dachte ich, die wären lebendig. Sie hat meine ersten Raumstiefel bronziert. Oder sind das die Überreste meines alten Bombenentschärfungsroboters? Ich wünschte, sie würde die wegwerfen. Meine Pappmaché-Basteleien sind inzwischen so viel besser. Sobald wir die volle Kontrolle über dieses Schiff haben, werde ich das Zeugs verbrennen. Teleporter, starten! Darf ich dich zum Nexus teleportieren? Dann auf geht's. Hey, mein Kopf? Gibt es ein Problem? Mein Kopf ist kleiner. Ja, du hast gerade einen Teleporter benutzt. Warum ist mein Kopf geschrumpft? Quantenphysik, was sonst? Keine Sorge, wenn du dich mit mir zurück teleportierst, wird er wieder normal. Sensibelchen. Teleporter, starten. Hier geht's zur Fusionsorbkammer. Nur keine Fehlfunktion. Okay, die Größe meines Kopfs wird langsam lächerlich. Oh Mann, du bist mit zwei Teleportern gereist, ohne mit einem zurückzureisen, oder? Du spielst mit dem Feuer, Junge. Okay. Mann, wie winzig war ich denn als... Mann, wie winzig war ich denn, als mir dieser Strahlenschutzhelm gepasst hat? Ich glaube, der Kopf ist noch nicht klein genug. Achtung! Sie betreten einen Bereich mit hoher Omikron-Strahlung. Voller Strahlenschutz ist erforderlich, bevor Sie weitergehen. Her damit! Vielen Dank! Auf Wiedersehen! Hey, wo ist mein Helm? Na toll. Mein Kopf ist jetzt fast klein genug, um in diesen Helm zu passen. Aber noch nicht ganz. Wir müssen das alles probieren. Teleporter, starten. Darf ich dich zum Nexus teleportieren? Ja, darfst du. Tschüss. Teleporter, starten. Zum Steuerbordkorridor, Sir. Oh, das ist der schönste Teil meines Tages. Alles da? Super. Der putzt deine Scheiben. Warnung. Gegenstände, die in den Müllschlucker gesteckt werden, werden ins All geschossen. Und wenn dir das nochmal mit einem Spielzeug passiert, wird dein Vater nicht rausgehen, um es wieder einzufangen, Shay. Hm. Da klettert man als Zweijähriger einmal wo rein und schon versiegeln sie es für immer. Gucken wir mal, was die Leute so machen. Oh nein, denk nicht mal dran. Was? Du hast lebenslängliches Zugverbot, junger Mann. Lebenslänglich. Deine Passagiere sind noch immer in therapeutischer Behandlung. Bitte geh, bevor sie dich sehen. Okay.
Hey, Missionen wurden abgesagt. Du kannst aufhören zu schauspielern. Das tue ich doch gar nicht. Ich glaube, ich habe mir bei deinem letzten Angriff ein Muskel gezerrt. Mein Rücken bringt mich noch um. Hey, vielleicht kann ich deinen Rücken heilen. Wirklich? Ja, ich glaube, ich weiß, was nicht stimmt. Stille halten. Gern geschehen. Tja, ich muss los. Bis bald. Okay. Unechtes Steuerelement. Was für eine Überraschung. Noch mehr unechte Steuerelemente. Was hat er jetzt plötzlich für eine tiefe Stimme? Attrappe. Unechtes Steuerelement. Was für eine Überraschung. Noch mehr unechte Steuerelemente. Was hat er plötzlich eine andere Stimme? Hey, Jungs. Ich nehme an, du willst die Lawinenmission starten. Nein, ich wollte nur nachsehen, was ihr so treibt. Nicht viel. Wir hängen nur ab. Ganz cool. Er hat echt lange darauf gewartet, dass du ihm diese Frage stellst. Wunderschön. Es ist eine Schlagsahnekanone. Und sie gehört mir. Ja, sie gehört mir. Ich weiß nicht, ob es sicher für dich ist, dein Zimmer zu verlassen. Ich will nicht länger in meinem Zimmer eingesperrt sein. Mir reicht es, auf diesem Schiff gefangen zu sein. Ich weiß, mein Sohn. Ich weiß, dass es schwierig ist. Du hast so viel aufgegeben. Hör zu. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte über jemanden in deinem Alter. Ein junges Mädchen. Sie wollte ein normales Leben, doch sie wurde auserwählt. Ihr wurde die Ehre einer besonderen Aufgabe zuteil. Manche würden es ein Opfer nennen. Doch sie wusste damals nicht, dass es eine große Ehre war. Ach, hör auf. Die Geschichte vom Opfermädchen habe ich schon Millionen Mal gehört. Ich weiß, wie die Geschichte endet. Du bist das Opfermädchen, stimmt's? Was ich dir sagen will, ist, dass ich eine schwere Entscheidung treffen musste. Aber ich bereue nichts, weil... Tolle Geschichte, Computer. Es tut mir leid, dass du mit traurigen Erinnerungen von jemandem programmiert wurdest, aber ich muss gehen. Tief in dir drin kennst du die Wahrheit, mein Sohn. Und ich weiß, dass du meine Worte eines Tages zu schätzen wissen wirst. Ja, ja, Junge. Okay. Wird später mehr Sinn ergeben. Wir müssen sofort los. Nach Alpha Diaboli. Negativ. Dieses System ist wegen möglicher Feindaktivitäten gesperrt. Aber es ist ein Notfall. Manchmal ist Gefahrlosigkeit das aufregendste Abenteuer von allen. Dürfte ich ein sichereres Ziel vorschlagen? Vielleicht der Welpenplanetoid, die gemütliche Sternengruppe oder vielleicht das Grenzesystem? Oh nein! Ich muss aber sofort nach Alpha Diaboli. Es geht um Leben und Tod. Es tut mir leid, junger Meister, aber meine Programmierung verhindert es. So, ich... Vergiss es. Wenn wir nicht nach Alpha Diaboli können, will ich nirgendwo hin. Bitte ärgere dich nicht, junger Mann. Wenn ich diese Anweisung umgehen könnte, würde ich es auf jeden Fall tun. Und wir gehen jetzt nach unten. Und wir gucken uns das. Einige Sterne auf dieser Sternenkarte scheinen mit dem Muster des Navigationsschalls übereinzustimmen. Ich wette, dass ich den Navigationsschall mit dieser Häkelnadel anpassen kann. Ich sollte es versuchen, wenn der Raumweber das nächste Mal seinen Countdown startet.
Und wir müssen jetzt gucken. Wohin soll es heute gehen, weiser Commander? Wir schauen uns mal die. Schön, dann eben die gemütliche Sternengruppe. Schauen uns mal die gemütliche Sternengruppe an. Die Kodierung wird vorbereitet. Warp- und Gewebeantrieb werden initialisiert. Aufnahmemessschieber. Ich muss das mal ein bisschen ändern. Winddüsen auf Viskosität. Ich bin mir sicher, dass er eigentlich das hier gemeint hat. Auf Geschwindigkeit. Okay. Navigationsschal wird ausgegeben in 5, 4, 3. Wo sind wir? 2. Los! 1. Moment! Das ist nicht das Ziel, das ich angegeben hatte. Es tut mir leid, junger Meister. Ich will, dass du fortkommst. Was ist geschehen? Moment! Das ist nicht das Ziel. Demütigend! Demütigend! Es tut mir leid, junger Meister. Ich werde das sofort korrigieren. Was ist geschehen? Ich scheine kein Garten mehr zu haben. Demütigend. Das hat ihn schwer getroffen. Demütigend. Demütigend. Keine Sorge, Raumweber. Sobald ich die hilflosen Kreaturen gerettet habe, werden wir von Alpha Diaboli verschwinden. Wow, das hat ihn schwer getroffen. Keine Sorge, Raumweber. Sobald ich die hilflosen Kreaturen... Jetzt hat sich selbst aufgehängt, das Spiel. Okay. Jetzt müssen... wir unseren Kopf noch kleiner kriegen. Hey, was glaubst du, was du da tust? Teleportieren? Du bist schon mit mir gereist, aber du bist nicht mit mir zurückgereist. Na und? Dein Kopf ist also noch falsch. Du kannst nicht erneut reisen, sonst wird es noch schlimmer. Du musst mit mir zurück teleportieren, damit dein Kopf wieder seine normale Größe erhält. Viel zu viele Regeln auf diesem Schiff. Dein Kopf ist wichtiger, als du denkst, Shen. Okay, also so funktioniert das nicht. Jetzt sind wir schon schneller durch. Ja. Sowieso noch das Messer. Hey, warum geht das nicht auf? Oh, Liebling, du kannst nicht hereinkommen. Ich bereite eine Überraschung für dich vor. Was ist es? Netter Versuch. Ich kann nicht glauben, dass sie sowas Gefährliches rumliegen lassen würde. Was ist das? Nichts. So, wunderbar. Jetzt haben wir das. Nee, rein da. Und jetzt gehen wir da hinein. Und hier haben wir den Nexus. Ich kann dich leider erst durchlassen, wenn du mit mir zurückreist, um deinen Kopf wiederherzustellen. No. Teleporter, starten! Ja, Sir. Zur Heldenhalle? Du meinst die Müllkammer? Ja. Das ist ein bisschen herumgewurstle. Bis dann. Ich glaube, jetzt ist mein Kopf aber wieder auf Normalgröße. Muss ich gucken? Weiß ich nicht. Wieder durch die Gegend schwuppeln. Thank you.
Ich kann dich leider erst durchlassen, wenn du mit mir zurückreist, um deinen Kopf wieder herzustellen. Na. Teleporter, starten. Ja, Sir. Zur Heldenhalle? Du meinst die Müllkammer? Ja. Im Handumdrehender. Willkommen in der Heldenhalle. Ach, bitte. So bin ich schneller. Teleporter, starten. Hier. Geht's. Ich glaube, mehr würde mein Kopf nicht verkraften. Du musst sofort mit mir zurückreisen, Shay. Ja, gleich. Achtung! Sie betreten einen Bereich mit hoher Omikron-Strahlung. Voller Strahlenschutz ist erforderlich, bevor Sie weitergehen. Ich glaube, diese Maschine wird mir nie einen Helm geben. Totaler Betrug. Etwas eng, aber es sollte funktionieren. Ich weiß aber nicht, wie lange ich den Geruch saurer Milch ertragen kann. Quantenphysik. Oh nein, die ganze Kopfschusssache wurde wohl nur durch falsche Verkabelung ausgelöst. Noch eine Reise im Teleporter und dein Kopf wäre einfach abgeplatzt. Also nochmal, gern geschehen. Okay. Das ist gar nicht seltsam. Okay, jetzt müssen wir nur noch... Schlauch, das könnte schon schief gehen. Oh, Junge. Keine Luft. Ersticke. Im Weltraum. Das war's. Absolut wert. Verflixt. Okay.
Jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Ja. Jetzt. Mal sehen, ob das passt. Komm schon. Richtig gut. Und dann? Es geht los! Oh nein, ich muss weiter raus. Lasst mich nicht hängen, ich wünschte, ich hätte irgendeinen Antrieb. Ah, klar, die Eiscreme. Oh. Ja. Ich bin frei! Im Weltraum! Okay. Und jetzt? Jetzt? Musst du... Nein, du musst nicht da. Woo! Hallo, Weltraum! Gary da rein will, aber seine Grabscherhändchen sind zu groß, um die Luke aufzustemmen. Das muss die manuelle Greifarmsteuerung sein. Versuchen wir mal... Oh, hey! Oh, oh! Nein! Nicht ins Gesicht! Oder in den Hals! Oder den Körper! Ich bin frei! Frei, diese endlose Leere des Weltalls zu durchschneiden! Was für eine Erleichterung in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, Gary möchte danach greifen. Okay, Grabsch Gary. Zeit zu glänzen. Hab keine Angst. Na los, greif nach der Steuerung. Jawohl, ich habe den Knopf. Los, guter Junge. Oh, hey. Das reicht, Gary. Wir sollten keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Du bleibst hier und ich drücke den Knopf, wenn es soweit ist. Okay? Gut. Jetzt bist du wieder zurück. Oh. Leb wohl, Gary. Du warst das beste Geschenk aller Zeiten. Geschafft.
Schnell, kleiner Welpe, hier drüben. Wir sind bereit für die Rettungsaktion, aber die feindlichen Streitkräfte scheinen uns schon geortet zu haben. Ich bin bereit. Ziehen wir das schnell durch. Bestätigt. Übernimm die Steuerung. Du kannst jetzt den Knopf des Fusionsorb-Hämmers betätigen, um den Fusionsorb zu hemmen und die Schild... Mist! Schon gut. Versuch es noch. Gut gemacht. Und weiter so. Vorsichtig. Verdammt. Okay, mehr können wir nicht tun. Wir ziehen uns zurück. Nein, ich muss nur noch diese eine retten. Mache nicht denselben Fehler wie letztes Mal, Junge. Du hast gesagt, dass du meinem Instinkt vertraust. Ich verstehe das nicht. Warum diese Kreatur? Ich weiß nicht, aber es ist wichtig. Wir haben mehr als genug gerettet. Das ist das Risiko nicht wert, Junge. Es ist nur eine Kreatur. Das muss nicht sein. Mist. Hab sie. Hä? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ausweichmanöver. Warnung, Schiff wird angegriffen. Ich sehe sie nicht mehr. Vergiss die Kreatur. Wir müssen dich an einen sicheren Ort bringen. Komm mit mir. Ja! Merrick! Lauf, Shay! Bring dich in Sicherheit! Warnung, kritischer Schaden an der Außenhülle. Das kann ich reparieren. Nein! Shay, da bist du ja. Dem Schiff ist etwas zugestoßen, aber mach dir keine Sorgen. Dein Vater ist raus, um es zu reparieren. Shay, wo gehst du hin? Da ist es nicht sicher. Shay! Hier aber machen wir eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.